So, liebe Freundinnen und Freunde, ich würde jetzt gerne beginnen, würde euch bitten, dass ihr Platz nehmt. Ich möchte euch sehr herzlich zu unserer Landesmitgliederversammlung begrüßen. Es gibt sowohl einige Grußworte als auch viele Reden für die Listenaufstellung. Von daher erspare ich mir sämtliche Vorrede und fange gleich mit dem Formalen an, damit wir dann für die Inhalte auch genug Zeit haben. Aber ein paar Hinweise muss ich euch oder möchte ich euch geben. Ihr seht ja, oder habt vorhin gesehen, nochmal die entsprechenden Hinweise auf unseren WLAN. Also ihr habt freien Zugang. Es ist das LMV 2016 mit dem Passwort Hessen 2016. Denkt dran, weil den Fehler hatte ich auch schon mal gemacht, da wird Hessen klein geschrieben. Dann haben wir mit der TAZ eine besondere Vereinbarung getroffen, weil, da komme ich gleich nochmal dazu, geht es ja auch nochmal darum, dass wir versuchen, möglichst viel von dem zu sparen, was hier an Papier produziert wird. Und deswegen gibt es auch einen kostenlosen Zugang für die TAZ-Wochenendausgabe. Wenn diejenigen, die länger hier dabei sind, wissen, dass wir das ja immer auch als Papier ausgelegt haben. Ihr seht, hier unten ist dann der Zugang und auch das Passwort für die TAZ auch aufgeschrieben. Wie ich schon gesagt habe, haben wir ja mit dieser LMV so den ersten Schritt versucht, auf möglichst Papierproduktion zu verzichten. Ich bitte euch schon mal im Vorhinein, dass ihr ein bisschen auch Nachsicht übt, wenn nicht alles funktioniert. Ist immer so, wenn es zum ersten Mal umgesetzt wird, dass es dann natürlich vielleicht auch mal ein bisschen holpert. Bisher aber habe ich das Gefühl, dass alles ganz gut laufen wird. Ihr werdet an der Stelle immer zwei Möglichkeiten haben, den Ablauf nachzuvollziehen. Einmal haben wir hier an der Spitze und in der Mitte jeweils auch einen Monitor, sodass ihr immer sehen werdet, was dort was gerade verhandelt wird, welche Kandidaturen gerade anstehen und auch die Frage der Antragsdebatte. Dann haben wir eine Möglichkeit, dass ihr über euer Laptop zum Beispiel auch Zugang bekommt zu Antragsgrün. Wir haben hier nochmal zur Orientierung aufgeführt. Der Zugang ist hessen.antragsgrün.de. Dort kommt ihr dann in diese entsprechende Seite rein und ihr könnt dann, wenn ihr entsprechend dann die Dinge anklickt, entweder bei den Bewerbungen oder dann auch bei den Anträgen die aktuellste Form, die aktuellste Variante sehen. Also zum Beispiel bei Anträgen ist es ja so, dass wir einen Antragsschluss nachher, denke ich, auch beschließen bis 12 Uhr. Das heißt, da können Änderungsanträge kommen. Ihr könnt dann immer sofort reinsehen, weil es sofort auf zeitnah eingestellt wird, welcher Änderungsantrag gerade jetzt noch eingegangen ist oder wie die Situation ist. Ist im Übrigen auch eine Arbeitserleichterung für euch, statt dass ihr immer diese ganzen Zettelwirtschaft noch euch einsammeln müsst, um den Überblick zu behalten. Ich denke, das wird auf jeden Fall schon mal eine Arbeitserleichterung sein. Wir sparen Papier, kosten übrigens nicht, wie ihr seht. Wir haben hier für jeden jetzt auch einen Tischplatz und auch einen Stromanschluss zur Verfügung gestellt. Das kostet natürlich auch entsprechendes Geld, aber das war es uns wert. So, dann möchte ich gerne mich am Anfang bedanken. Die ganze Ausstattung wieder und das, sozusagen die Infrastruktur hat unser Kooperationspartner Setis Enfy gemacht. Das hat wieder super und reibungslos geklappt. Deswegen einen herzlichen Dank an Setis Enfy. Dann möchte ich euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir im Vorraum hier unsere Sponsoren haben, die ihre Stände aufgebaut haben. Es ist Greenvesting Regenerative Energieprojekte, die Sparkasse, DHL, Deutsche Post, Verband kommunaler Unternehmen,
Kassenärztliche Vereinigung, Deutsche Wahlwerbung und Bundesverband Crowdfunding e.V. Interessenverband. Wenn ihr Zeit habt, geht dort vorbei, führt Gespräche, auch kritische Gespräche, wenn ihr da an der Stelle auch kritische Rückfragen habt. Und dann möchte ich mich natürlich auch nochmal besonders bedanken an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die jetzt zum Beispiel bei der Anmeldung dabei sind und überhaupt hier unterstützen, dass es reibungslos läuft. Ohne die könnten wir das so nicht durchführen. Und natürlich auch an das... an das Team der Landesgeschäftsstelle, die seit gestern um die Mittagszeit hier sind. Und wir haben das hier gemeinsam alles aufgebaut, alles durchgecheckt, mindestens gefühlte zehnmal. Und von daher ist das auch immer eine große Leistung der Geschäftsstelle, das hier umzusetzen. Worauf ich euch weiterhin hinweisen möchte, sind die Feedbackbögen. Da haben wir jetzt auch gesagt, wir wollen Papier sparen, deswegen gibt es diesmal keine gedruckten Feedbackbögen, sondern ihr seht es unter www.grüne-hessen.de/gießen. Da könnt ihr die Feedbackbögen aufrufen und könnt euch dann eine Rückmeldung, die Rückmeldung eintragen. Am Eingang gibt es eine Parteimitgliederbefragung durch das Institut für Parlamentarismusforschung. Jetzt habe ich es. Da geht es um die Motivation für politisches Engagement. Dieses Institut hat gesagt, zu uns kommen sie besonders gern, das weiß ich eh, dass sie gern nach Hessen kommen, aber das Besondere ist auch, dass das hier ja keine LDK ist, sondern eine Landesmitgliederversammlung. Und der Kollege, ich wollte jetzt keine Satzungsänderung, der Kollege hat gesagt, das wäre natürlich besonders interessant, auch Parteimitglieder zu befragen nach dem politischen Engagement und ihrem Interesse. Noch ein nicht ganz so angenehmer Hinweis, ihr habt das sicher, die einen oder anderen haben das sicher bei der Anmeldung jetzt mitbekommen. Wir haben bei der Landeswahlleitung in Hessen nochmal nachgefragt, wie es mit der Frage der Erstellung der Liste ist und haben die Auskunft erhalten, dass nur diejenigen auch bei der Erstellung der Liste zu Beginn stimmberechtigt sind, die zum heutigen Tage wahlberechtigt zum Deutschen Bundestag sind. Also das, was wir bisher immer bei der Schlussabstimmung hatten. Das war für uns etwas neu. Wir müssen es trotzdem umsetzen, sonst könnte es sein, dass unsere Aufstellung dann nicht anerkannt wird. Ich bitte um euer Verständnis. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir es auch viel schneller kommuniziert. Aber wir können das jetzt nicht ändern. Wir haben das, wer da noch Zweifel dran hat, uns auch schriftlich geben lassen von der Landeswahlleitung. Von daher könnt ihr das gerne auch nochmal nachlesen, wenn es euch wichtig ist. So, jetzt habe ich, hoffe ich, alle Vorbemerkungen gemacht und möchte zur Begrüßung unserer Versammlung Gerda Weigel-Greilich nach vorne bitten, in ihrer Doppelfunktion diesmal als Bürgermeisterin der Stadt Gießen und auch gleichzeitig für den Kreisverband Gießen. Also in Doppelfunktion, Gerda, bitteschön. Ja, vielen Dank, Jochen. Ich kann sagen, auch für den Stadtvorstand spreche ich noch, also in Dreifachfunktion. Und wir sind sozusagen ja als multiple Funktionäre, tragen wir jetzt dazu bei, dass die Versammlung kürzer wird. Ich hoffe, es gibt auch kein Disziplinarverfahren an dieser Stelle, wenn ich die drei Dinge vermische. Liebe Freundinnen und Freunde, ich darf euch herzlich in der mittelhessischen Metropole Gießen willkommen heißen. Ich tue dies im Namen des gastgebenden Kreisverbandes, für den Stadtverband und auch für den Magistrat der Universitätsstadt Gießen. Die Oberbürgermeisterin lässt sich entschuldigen. Ja, sie wäre sehr gerne gekommen. Sie ist selbst auf dem Parteitag der SPD und sie war ja das letzte Mal auch da. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass sie stark rot-grün affin ist und wir uns hier sehr gut vertragen. Also von daher wäre sie tatsächlich gerne gekommen. Gießen ist ein guter Ort für eine Landesmitgliederversammlung in der Landesmitte, im Kreuzungspunkt wichtiger Bahnlinien und Verkehrswege. Gießen ist für Grüne auch aus anderen Gründen ein guter Ort. In den 80er Jahren waren wir eine der ersten Städte mit einem grünen hauptamtlichen Dezernenten.
Wir haben über Jahrzehnte hier in der Stadt mitbestimmt und wurden in Wahlen auch bestätigt. Hier in der Stadt haben wir seit 1985 nur 5 Jahre nicht mitregiert, nämlich von 2001 bis 2006, der Hochzeit letztendlich mit der absoluten Mehrheit der CDU in Hessen. Ich persönlich kann als Bürgermeisterin nunmehr auf 10 Jahre ununterbrochene Verantwortung zurückblicken. In dieser Zeit haben wir versucht, grüne Inhalte umzusetzen, auch in wechselnden Konstellationen. Wir haben in Stadt und Kreis einige Farbenspiele erlebt und mitgestaltet. Rot-Grün, Jamaika, Rot-Grün plus Freie Wähler und aktuell Kenia in der Stadt und Rot-Grün plus Freie Wähler im Kreis. Ich meine, für uns Grüne sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, mit allen demokratischen Kräften zusammenarbeiten zu können. Zuletzt, Gießen ist ein besonderer Ort für Menschen. Wir sind die jüngste Stadt in Hessen, gerade statistisch festgestellt worden. Und wir haben hohe Bevölkerungszuwächse und Rekordzahlen von Studierenden an unseren beiden Hochschulen. Bestimmt ist euch aber auch leider, sag jetzt mal, The Wall aufgefallen, die 16 Meter hohe und 100 Meter lange Wand hier direkt am Eingang. Diese Rückwand des Parkhauses mussten wir aus Lärmschutzgründen schließen. Sie wird aber nicht so kahl und grau bleiben. Wir versuchen aus dem notwendigen Übel das Beste zu machen und haben einen Gestaltungswettbewerb mit professionellen Künstlern veranstaltet. Der Titel ist bzw. die Auslobung: Künstlerische Auseinandersetzung mit den historischen, stadtlandschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Aspekten der Stadt Gießen. Finanziert auch vom Investor. Möglicherweise entsteht hier das größte Gemälde Hessens. Doch die Kunst wird vergänglich sein, denn irgendwann wird die Messe ihrerseits ein Gebäude daran setzen. Aber jetzt wieder im Ernst, unser Siedlungswachstum ist wie in vielen anderen hessischen Städten dynamisch, aber wir beschränken es konsequent auf den Innenbereich und dann gibt es eben auch solche Kompromisse zu schließen wie an dieser Stelle. Die militärische und industrielle Konversion hat uns die Möglichkeiten gegeben, Flächen im großen Stil zu recyceln. Ganz so, wie es grüne Politik ist, und ohne grüne Regierungsbeteiligung wäre das hier in der Stadt nicht erfolgt. Zum Beispiel hier an diesem ehemaligen Schlachthofgelände. Der Innenbereich wird nachverdichtet und Baulücken werden geschlossen. Ich bin da wirklich sehr zufrieden, dass uns das hier in der Stadt gelungen ist, den Außenbereich fast vollständig von Überbauung zu verschonen. Das bedeutet aber auch Rücksichtnahme auf den Bestand. Bürgerbeteiligung hat hier bei uns auch einen hohen Stellenwert. Gerade hier heißt es, Konflikte auszuhalten und transparent zu bearbeiten. Wie gesagt, diese geschlossene Parkhauswand ist ein Ausfluss dessen. Es ist zweifellos einfacher, auf der grünen Wiese zu bauen. Doch zurück zur Landesmitgliederversammlung. Ich habe zu Beginn auf die politische Verantwortung hingewiesen, die Grüne hier im kommunalen Rahmen tragen, auch noch in anderen Kommunen im Landkreis. Und wir haben hier niemals die Mühen gescheut, grüne Visionen in der nicht immer angenehmen politischen Umsetzung vor Ort voranzutreiben, die Landesgartenschau. Und gleichzeitig dabei das Ziel natürlich nicht aus dem Auge zu verlieren, das ist ja sehr wichtig. Und genau dasselbe wünsche ich uns allen auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Ganz herzlichen Dank und viel Spaß hier in Gießen.